I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Huh? You need me to save you. Seht ihr, was ich gerade sehe? Minus 3, minus 4 Granaten. Was zum Teufel macht der da? Wieso kann der so viele Granaten werfen? Minus 10 Granaten? Hä? Wieder ausrastet mit seinen Granaten. Das muss ein Glitch sein. Oder ein Bug. Aber es scheint ja so, als ob er wüsste, was er da tut. Er wundert sich ja nicht mal darüber, dass er hier minus 30 Granaten gleich hatte. Würde mich jetzt schon interessieren, wie weit er das hochtreiben kann. Ob das unendlich weit geht oder ob irgendwo Schluss ist. Minus 40, alles klar. Wie er spammt halt einfach. Aber gut, da ist das Landungsschiff, vielleicht hat er es gleich hinter sich. Minus 51 Granaten. Ich glaube, da muss ich mal mit dem Quartiermeister reden, weil ich brauche auch sowas. Nice. Zeit für ein bisschen Gruppenkuscheln. Point of view, das Schlimmste, was sie sagen kann, ist nein. Krieg tobt und 900 Leute sind ja auf Übererde. Guck mal, hier sind 21 irgendwo und nirgendwo. Da ist ja nicht mal was. Haben die Fronturlaub oder was? Chillen die hier auf Hieß oder so? Was machen die 75 hier? 5000 da! Geht mal kämpfen, Leute! Aber wisst ihr, was noch wichtiger ist, als diese Planeten hier zu retten? Ganz genau, unseren Planeten zu retten. Und genau das macht der Partner des heutigen Videos. BetterPlace.org, Deutschlands größte Spendenplattform. Du bist auch leidenschaftlicher Gamer und Streamer und möchtest gleichzeitig etwas Gutes tun? Dann ist BetterPlace.org genau die richtige Seite für dich. Hier kann jeder mit nur wenigen Klicks seinen eigenen Charity-Livestream starten und sein Herzensprojekt unterstützen. Und seien wir mal ehrlich, zocken tun wir hier alle jeden Tag, also warum nicht gleichzeitig auch was Gutes tun? In der Videobeschreibung findest du deinen Link zu deinem eigenen Spenden-Livestream. Checkt's gerne mal aus und jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Mein fabrikneuer Exosuit gegen deren Flugabwehr. Diesen Kampf der Giganten hatten wir auch noch nicht. Bin mal gespannt, wie der ausgeht. Müssten ja eigentlich gleich mal spawnen, die Leute. Ja, da ist ja auch schon das Erste. Hämmern wir erstmal nur das LMG drauf und gucken. Aber das scheint jetzt nicht so krass zu jucken. Wow, okay. Wird Zeit für die Großen. That's what she said. Ist schon fair. Ja gut, aber die haben auch andere Unterstützung hier. Das war kein fairer Kampf. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen auf Planeten. Ist das so ein Überbleibsel aus dem ersten Helldivers-Spiel? Weil ich meine, der Mech sieht schon ein bisschen verrostet aus. Oder ist das eine Ankündigung, was da noch kommen mag? Bin gespannt. Das Viech scheint aber auch ziemlich hässlich zu sein. Aber nicht so hässlich wie ich morgens ungeschminkt. Okay. Na, wenigstens kann mich hier oben gefühlt nichts treffen. Ich weiß jetzt nicht, ob das an meinen alten Augen liegt, aber ich finde, die Sichtverhältnisse hier sind ganz schön bescheiden. Ich weiß ja schon gar nicht mehr, worauf ich zielen soll. Guck mal, das ganze Gebäude verschwindet einfach. Sandsturm im Gange. Ah, das erklärt es wahrscheinlich. Das hatte ich auch noch nicht. Oh mein Gott. Da kannst du ja Freund und Feind nicht mehr auseinanderhalten. Nicht, dass das bei meiner KD noch einen Unterschied macht. Weil ich ungefähr so viele Helldivers die Roboter getötet habe. It's treason, then. Aber guckt euch das an. Man sieht ja wirklich gar nichts mehr. Oh, was bestellt ihr dahin? Oh. Glück gehabt. Also irgendwie beschleicht mich das Gefühl, ich werde hier verfolgt. Scheinbar ja. Oh! Und zwar nicht von wenig. Okay. Er sagt sich einfach, geh mir aus dem Weg. Das muss enden. Du kannst hier nicht über diesen Planeten laufen, ohne dass dir diese Kreische auf den Kopf kacken. Das muss sich jetzt ändern. Oh! Warum geht das gerade gut? Eigentlich ein saugeiler Spot. Könntest du nicht angegriffen werden, außer jemand schießt auf dich wie gerade. Dann kannst du hier oben deine Bomben finden. Zu früh gefreut.